Ja, da seht ihr es, liebe YouTube-Freunde, der Preis ist wieder rauf. Einen recht schönen guten Freitagmorgen, der 6. Mai, wünscht euch der Bauerhausi. Willkommen auf meinem Kanal. Ihr seht es im Hintergrund, ziemlich grau. Es hat gestern den ganzen Tag geregnet. Jetzt auch noch ein bisschen so Nieselregen. Ja, und ja, was war da gestern? War ja noch die Generalversammlung der KOWI, der Genossenschaft. Und ich war da auch anwesend. Und ich probierte da mal was reinzubringen in die Traktanden. Da war einmal der Benzin, also der Dieselpreis, der mir auf dem Magen liegt, und Getreideverkauf. Und was ist die Lehre daraus? Es ist schwierig. Ich habe gemerkt, der Preis, Treibstoffpreis, ist ein großes Geheimnis, der Agrola-Treibstoffpreis. Ich habe versucht, dass sie offenlegen, wie viel Marge sie auf dem Treibstoff haben. Und ein Traktandum wurde mir verwehrt dazu. Ich wurde auf das Verschiedene verwiesen und das wurde dort abgehandelt, meine Frage. Und das ist natürlich im Verschiedenen nicht beschlussfähig. Also ist das hinfällig geworden und die Lehre daraus ist, der Treibstoffhandel ist ein großes Geheimnis. Ich für mich liebe es nicht so. Für mich ist Transparenz wichtig, speziell in einer Genossenschaft. Wir sind Genossenschafter, wir uns gehört da auch ein Teil davon. Und was auch schön ist, YouTube. Ich bin hier, kann sprechen, sagen, was ich will. Und ihr könnt mir zuhören oder könnt abschalten. Was läuft da weiter beim Bauerhausi heute Freitag, der 6. Mai? Eigentlich ist geplant Mistzetten, auch da auf das Feld, wo Kürbis kommen, und es ist nass. Es hat gestern den ganzen Tag geregnet. Und jetzt weiß ich noch nicht, ich werde wohl das Miststreuen mal verschieben, auf vielleicht heute Nachmittag beginnen oder erst morgen. Ich muss noch schauen mit dem Mistzetter, den ich reserviert habe. Ja, das ist das Wetter. Man kann was planen und es läuft anders. Ja, weil so schlecht Wetter ist, habe ich auch Zeit. Wir gehen noch schnell in die Kaffeebar was trinken. Der Ort der Beruhigung. Ja, in der Kaffeebar haben sie dann immer Freude an der Numa, wenn sie dreckig ist. Es ist im Moment ein bisschen schwierig, mit ihr in die Kaffeebar zu gehen. Numa, ja, komm zu mir, ja. Gut, geht das Gudeli? Ja, das Gudeli fürs Numali, ja. Und noch ein Days, ja, gut. Wie dreckig ist sie, die Numa, hä? Ja, ein bisschen im Gras, das putzt wieder. Ja, weil so schlecht Wetter ist, habe ich auch Zeit. Wir gehen noch schnell in die Kaffeebar was trinken. Der Ort der Beruhigung. Ja, schauen wir mal, wie es morgen geht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Und man sieht sich. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.